Naja. Hineinspringen. Oh, coole Animation. Das war eine coole Animation. Das würde ich gerne nochmal sehen. Guck mal. Das ist cool animiert. Finde ich. Huch. Jetzt bin ich stuck. Ah ja. Okay. Ja, dann hauen wir die Marmeladengläser mal um. Oh, die arme Marmelade. Ah, schaffen wir das mit dem... Ja, schaffen wir. Jetzt passiert doch was, oder? Schnell verstecken. Interessiert keinen. Okay. Das ist ein weiter Sprung. Ja, warte. Oh. Oh, jetzt ist es sauer. Das kann ich aber auch verstehen. Wenn sie so... Ah. Einen haben wir schon. Die darf uns nicht sehen. Oh, die räumt auf. Sehr, sehr lebendig gestalten an der Stelle dann. Das ist cool gemacht, dass die dann sogar das mal eben aufräumt. Eins noch, ne? Hinten. Warte, noch ein bisschen verstecken. Jetzt macht, hebt sie das auch. Guck mal, das ist ja cool gemacht. Die hebt sogar die Kartoffeln, die wir umgeworfen haben, wieder auf und stellt die wieder zurück. Das ist natürlich nicht schlecht gemacht. Oh oh. Oh oh. Hau um. Haben wir geschafft. Ja, aber der darf ja jetzt nicht einschlafen. Wir brauchen ja seine Hilfe. Danach kann er einschlafen. Perfekt. Das Stadtoberhaupt kann jetzt schlummern. Bevor du das tust, Exzellenz, hast du gesagt, du könntest helfen. Ja, das Stadtoberhaupt wird dir jetzt wertvolle Hilfe leisten. Dankeschön. Weil du mir geholfen hast, lehre ich dir, wie man offiziell auf Marmeladengläser reagiert. Moment, was? Oder alles sonst, das schrecklich ist. Voila. Igitt. Das ist mein Igitt-Gesicht. Du kannst jetzt jederzeit deinen Missfallen kundtun, indem du Y gedrückt hältst. Das war nicht gerade, was das Stadtoberhaupt hat. Deine Dankbarkeit nicht nötig, Liebes. Oh, Entschuldigung, ja, danke oder nicht danke? Und jetzt muss ich das Stadtoberhaupt ausruhen. So schläfrig, so unfähig, weiterzuhelfen. Aber... Schnarch. Schnarch. Halt Y gedrückt, um auf deine Mods zu greifen. Danke, warte, tust du... Nur so, als würdest du schlafen? Stellt das Stadt überhaupt nicht in Frage. Witzig. Okay, ich sitze. Wie wähle ich das aus? So. Oh. Okay. Machen wir nochmal eins. Kurz mal hinlegen. Ja, die haben ja dann immer, die haben ja ganz schmale Augen dann immer, wenn die sich so ausruhen. Huch, jetzt passiert. Ja, dieses Gesicht kenne ich ungefähr. Das hat mal die Katze hier gemacht, als ich sie an einer Mandarinenschale, glaube ich, schnuppern gelassen habe. Die war neugierig, wollte gucken, was ich da mache. Nö. Dann lasse ich, ne, dann wollen sie mal schnuppern. Da ist er aber 3 Schritte zurückgegangen und hat dann auch so ungefähr dieses Gesicht gemacht, sag ich mal. Ja, ja, so ungefähr, tatsächlich. Da können wir wahrscheinlich nicht lang, ne? Das ist derselbe? Nee, ne? Aber so ein bisschen ähnlich aus. Sehr, sehr schön. Ich weiß gar nicht, was das für eine Rasse ist. Ist das eine existierende Rasse? Haben wir Hundekenner? Was könnte das für eine Rasse sein? Ich finde die wirklich sehr schön. Und dann mit den hellblauen Augen? Unsere eigentliche Aufgabe ist es, die Blinkies noch zu finden. Ne? Wir haben keine Blinkies. Was ist eigentlich hier mit den Dosen? Emotes. Ich
frag mich, was uns die Emotes bringen werden. So. Lassen wir die mal eben da laufen. Ja, das mit dem Springen funktioniert nicht immer. So wie ich es gerne hätte. Aha, guck mal, hier finden wir einige Blinkies. Oh, das ist ein Weitersprung. Aber machen wir erstmal hier unten. Gehen wir erstmal hier hin. Und dann springen wir darauf. Oh, guck mal. Japanisch? Aber wir sind doch nicht in Japan, oder? Aber warte mal. Katakana und Hiragana, die Symbole kenne ich eigentlich, aber irgendwie kommt mir keiner davon bekannt vor. Okay, das könnte vielleicht das A sein, aber... Arisan? Sowas? Arikin? Hm. Sehen ein bisschen different aus. Ich glaube, das sind schon die Symbole, aber die sehen ein kleines bisschen komisch geschrieben aus. Okay. Wohin springen wir jetzt? Soll ich jetzt versuchen, darüber zu springen oder soll ich hier weiterspringen? Die Sache ist, die da unten ist ein Vogel. Ich würde gerne wissen, was man machen kann. Oh! Oh, ich habe den Vogel gefangen. Ja, das hat sie auch gemacht, die Katze hier. Nicht nur Mäuse. Mäuse, ja, hin und wieder. Aber auch mal ein Vogel. So ein kleiner Vogel. So ein kleiner Vogel war das mal. Der war dann auch ein bisschen geschwächt. Den hatte man dann bei uns da auf so einer Holzhütte hatte man den dann oben auf dem Dach gebracht, damit die Katze da nicht mehr hinkam. Und ja, irgendwann war er weg. Hoffentlich konnte der sich erholen und weiterfliegen. Wahrscheinlich Blinkies? Oh ja, ordentlich. Guck mal, und ohne irgendwelchen Müll rüberzuwerfen. Oh. Das ist aber tiefes Wasser. Oh ja, hier könnte man vielleicht... Naja, das ist noch ein bisschen... Da können wir nicht durch. Oh, da ist ein Ball. Müssten wir nur noch das Tor finden. Was liegt denn da? Ist das Vogelkacker? Das ist Vogelkacker. Oh, 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 hier können wir durch, oder? Jetzt ist für die andere Seite wieder, ne? Das ist für die andere Seite. Guten Tag. Also hier haben wir einen Ball. Hier könnten wir auch durchkriechen. Mhm. Oh, da ist aber eine große Katze. Da ist das Tor. Pass auf. Da machen wir jetzt. Halt. In die andere Richtung. Ach, Katutsch. Katutsch. Hier müssten wir ja auch vorbeikommen. Na, warte. Nee, nee, nicht ins Wasser. Oh, das wäre ja übel. Wenn wir jetzt den Ball ins Wasser hauen würden, wäre übel. Ich kann ihn ja auch einfach schieben. Ups. Oh, dankeschön. Gib ab. Oh, das war ein Erfolg. Dass wir dem jemanden zupassen. Ja, wie süß. Ey, da war wieder ein Vogel. Der wollte also auf uns kackeln. Na, komm. Einmal kurz ein 360. Und ganz elegant. Yes, ins Netz. 2 von 4. Na komm, dann quatschen wir mal mit dem. Meine Hauskatze, die sogar Vögel fangen kann. Ich habe es geschafft. Du bist schneller, als du aussiehst. Danke. Hetzig. Ich schätze es, dass du ihn freigelassen hast. In dieser Gegend lassen wir immer frei, was wir fangen. Was hätte ich sonst auch damit machen sollen? Ha! Eben. Übrigens, behalte ruhig die Federn. Ich habe gehört, dass manche Tiere sie sammeln. Bist du sicher, dass die Vögel damit einverstanden sind? Weißt du was? Die Frage
hat sich mir noch nie gestellt. Aber nach dem Gespringe bist du sicher etwas angespannt. Versuch mal diese Entspannungstechnik. Ah, Recken und Strecken. Du kannst die anwenden, indem du Y gedrückt hältst. Oh, danke. Wir sehen uns, Kleines. Du bist aber auch ordentlich groß, ne? Boah. Er ist ja wirklich riesig. Wahrscheinlich hätten wir von dem die Mission gekriegt, einen Vogel zu fangen. Ja, das haben wir aber von oben echt gut hingekriegt, ne? Schöner Überraschungsmoment. Ja, also Vogel habe ich noch nie so wirklich gesehen. Also, habe ich ja mal erzählt, ein einziges Mal, da hat unsere Katze auch einen Vogel geschnappt. Der hat aber überlebt. Ja, und dann habe ich ja erzählt, haben wir den auf so einer Holzhütte oben aufs Dach gebracht, damit die Katze nicht da so einfach wieder drankommt. Und Mäuse hat sie gegessen. Da hat sie sogar wirklich aufgefuttert, die Mäuse. Was wir nicht immer so toll fanden, weil könnten ja auch Krankheiten oder so dran sein, ne? Aber da konnten wir halt auch nicht immer dann... Ne? Sie ist halt Draußengängerin gewesen und... Ja. Aber lief immer alles gut, also... Ich wüsste jetzt nicht, dass durch den Mäusen da mal irgendwelche Probleme entstanden sind. So, hineinspringen, dann kriegen wir 2 von 5. Okay, ab in die Kiste. Ist das auch eine Katze? Ja, ne? Nee, das ist ein Waschbär, oder? Das ist ein Raccoon. Glaube ich. Jo, Tatsache. Also, gleich habe ich nur noch ein Stück. Aha, ja. Und jetzt raus hier. Ja. Oh oh. Alles okay da drin? Bis vor einem Moment ja. Es war so leicht reinzukommen. Deshalb dachte ich, dass ich auch einfach wieder rauskäme. Soll ich dir vielleicht helfen? Lass mich nochmal selbst versuchen. Oh. Keine Kraft mehr. Jetzt kannst du mir helfen. Bitte, wenn ich von hier drinnen drücke, kannst du mich dann ziehen? Sag ich mal. Oh, kann man nicht reingucken auf der anderen Seite. Ah, hat geklappt. Gut. Hallo. Ein Waschbär, ne? Vielen Dank. Gern geschehen. Was hast du denn da drin gemacht? Ich habe nach Federn für meine neue Erfindung gesucht und habe etwas in dem Rohr funkeln sehen. Ich nahm an, dass es sich um die berühmte Gecko-Gedenkmedaille in der seitenverkehrten Sammler-Edition handeln musste. Und naja, ich ging hinein. Die berühmte Gecko-Gedenkmedaille in der seitenverkehrten Sammler-Edition. Und was wolltest du mit diesem seitenweisen Sammel-Gecko-Dingsbums? Das sind Medaillen mit einem seltsamen auf dem Kopf stehenden Prägefehler, der Gecko wie ein komisches Seeungeheuer aussehen lässt, das radioaktiver Strahlung ausgesetzt ist, anstatt wie einen großen Gecko, der radioaktiver Strahlung ausgesetzt ist. Die Dinger sind ein Vermögen wert. Aber es stellt sich heraus, dass es ein normales Blinky war und dann, naja, steckte ich fest. Willst du es haben? Ja, bitte. Hier. Dankeschön. Hattest du gesagt, dass du eine Erfinderin bist? Ja, irgendwie schon. Ich bin eine magische Ingenieurin. Halb Hexe, halb Erfinderin. Halb Wissenschaftlerin. Das haut nicht hin. 3 Hilfen? Eine von ihnen lebt in der magischen Dimension. Sie, naja, ich... kann quadratische Gleichungen in meinem Kopf rechnen. Wobei letzteres wirklich ganz schön unverschämt ist. Ich bin eindeutig ein Tanuki und kein Waschbär. Ah, okay. Da habe ich heute was dazu gelernt. Das ist das Aussehen eines Tanukis. Kein Waschbär. Ah, okay. Sehr, sehr ähnlich, ne? Was ist ein Waschbär?
Eine Art Bärenfuchs mit einem langen, gestreiften Schwanz. Manche behaupten, er sehe aus wie ein Tanuki, aber das finde ich nicht. Gestreiften lang. Stimmt, seiner ist nicht gestreift, okay. Woran arbeitest du gerade? Das ist ziemlich aufregend. Deshalb brauche ich ja die... Moment. Siehst du nicht auch Federn? Wonach riecht eine Feder überhaupt? Du hast irgendwo Federn bei dir. Ich weiß es. Weiß der Himmel, wo du sie aufbewahrst? Oha. In meiner Mütze. Die hier? Ich wusste es. Ich wusste es. Ich brauche 3 Federn. Hast du 3? Noch nicht. Mist. Okay, sag mir Bescheid, wenn du 3 hast. Dann kann ich dir zeigen, wie ich mit ihrer Hilfe die Raumzeit krümme. Okay, ja, das würde ich jetzt gerne mal sehen. Das fliegende Toast hat sie ja schon erfunden. Aufheben. Oh, doch nicht die Schere. Sag mal. Oh, guck mal, eine Floppy Disk. Witzig, witzig. Ein Tanuki. Guck mal, da habe ich heute sogar was gelernt. Tanuki. Und da kann man echt auf die Schwanzstreifen achten. Also, dass wenn es Streifen sind, dass es dann ein Waschbär ist, wahrscheinlich. Ist das richtig? Werde ich mir mal so erstmal festhalten. Da habe ich ja auch was zugelernt. Schön. Aha. Ja, dann reingehen lohnt sich, glaube ich, nicht. Dann nehmen wir hier nochmal das Blinky und dann können wir auch wieder runter. Mehr sehe ich jetzt hier nicht. Oh, warte mal, da ist noch was, aber ich glaube, das ist nichts Wichtiges. Das ist ein Hebel, oder? Warte mal. Na, aber da können wir nichts mitmachen anscheinend. Ich glaube, das gehört mit zu dem Ölfass oder dem Fass. Was haben wir denn hier noch? 3 Federn? Ja, am besten geht das ja, glaube ich, von oben, ne? Weil die gehen ganz schön schnell weg. Jetzt hier zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob wir uns ansneaken können. Wir können kriechen. Oh, warte mal, das ist eigentlich eine Idee. Genau. Das hat sie auch in meinem Garten gemacht. Die Katze. Und wenn du dann vorbeiliefst... Hey! Warum stand denn da springen? Das war gemein. Da stand springen, deswegen bin ich gesprungen. Es sind ganz schön viele. Jetzt dreht er sich in unsere Richtung. Da war ja wieder einer. Pass mal auf. Ne, und wenn man dann vorbeilief, dann kam die immer, rannte an einem am Bein, haute das Bein und rannte dann weiter. Warum steht denn da springen? Wahrscheinlich mit so einem Vorwärtssprung. Wahrscheinlich mit so einem Vorwärtssprung. Ja, schön an der Seite. Okay. Muss den hier machen. Okay, ich glaube, jetzt habe ich's. Da ist auch noch einer. Ich glaube, jetzt habe ich's. So hatten wir das ja auch eigentlich gemacht am Anfang. Oh, der ist aber sofort weggeflogen. Jo. Ey. Da so ein großes Ding hat uns gerade ankackeln wollen. So, der Vogel müsste ja auch mal wieder da sein, ne? Nee, aber der. Aber der flog sofort weg. Hab ich dich. Zack, eine Feder. Noch eine, dann können wir zurück zum Tanuki. Ey. Da ist noch ein Vogel. Ja, komm her. Er wollte schmusen. Da haben wir einen Katzenliebhaber. Ey, der Vogel ist weg. Huch. Voilà. Hör aber nochmal ein. Der wieder da? Schade, der kommt nicht mehr wieder. Aber der hinten ist wieder da. Wenn wir nur vorzeitig kriechen. Oder wir könnten auch hier hoch.
Nein, warum fliegt er denn weg? Sollen wir warten, bis er wiederkommt? Guck mal, die Katze. Der Kater, der guckt uns an. Ja, da. Okay. Können wir die auch aus der Luft schnappen? Yay. Ey, was? Hä? Gemeinheit.